Verehrte Zuschauer, ab heute entführt Sie das ZDF in das Jahr 2200. Stellen Sie sich vor, dass die Raumfahrt bis dahin zum Alltag gehört. Ferne Welten sind inzwischen entdeckt und besiedelt und alle diese Planeten haben sich zu einer Föderation zusammengeschlossen. Die Besatzung unseres Superraumschiffes Enterprise unternimmt im Auftrag der Vereinigten Planeten Forschungs- und Erkundungsflüge. Dabei erlebt sie die unwahrscheinlichsten Abenteuer. Gleich in unserer ersten Folge kommt es zu einem verwirrenden Unfall. Die Enterprise ist von einer riesigen Sonne mit einer so ungeheuren Wucht in den Weltraum geschleudert worden, dass sie die Zeit von mehr als 200 Jahren überholt hat. Als die Besatzung wieder zu sich kommt, befindet sie sich in einer zu geringen Umlaufbahn um die Erde. Und zu ihrer Überraschung schreibt man dort erst das Jahr 1968. Amerikanische Radarstationen orten das UFO und schlagen Alarm. Und die Enterprise darf sich unter keinen Umständen fangen lassen. Denn kein Mensch des Jahres 1968 würde ja begreifen, dass sie aus der Zukunft kommt und dass morgen für die Besatzung gestern ist. Wir wünschen spannende Unterhaltung.